Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Hanna. Hallo! Und Pascal. Mahlzeit. Ja, wir haben weiter erweitert. Wir haben einen zweiten Ofen gebaut. Hanna baut fleißig Netze hier. Es läuft, Leute. Wir haben einen großen Grill mittlerweile und jede Menge Essen hier gegrillt. Außerdem haben wir einen fortgeschrittenen Wasserverarbeiter. Der macht das jetzt ganz ohne Holzzulage vorher. Ja. Das ist sehr gut. Außerdem haben wir eine Wasserflasche, beziehungsweise ich hab vorhin noch eine gemacht, aus dem Glibber, diesem grünen Planktonzeug, hier, das da. Und damit kann man mehr Wasser speichern. Das ist ziemlich gut. Und außerdem haben wir noch eine zweite Plantage, die habe ich, glaube ich, in der Folge schon gebaut. Ja, und wir haben gerade eine Insel gefunden und da hinten ist noch eine Insel da dran. Und ich sehe schon wieder einen Typen mit einem Stein rumfliegen. Richtig. Ich finde, wir sollten uns mal einen stationären Anker mal basteln. Wenn du die Ressourcen hast, tu das gerne. Ja, ich glaube, die habe ich nicht. Wie viel brauchen wir? Ich brauche zwei Planken. Das dann kann ich sie bauen. Schon. Oh, wir können Hängematten bauen. Cool. Ja, Anker. Allgemein könnten wir mal irgendwie Betten Planken, bauen oder sowas. Sechs Seile, drei Metallbahnen und ein Scharnier. Wie gesagt, gib mir zwei Planken und dann mache ich es dir. Oder ich gehe einfach an Land. Zwei Planken habe ich. Ihr könnt schon mal ein Dings bauen für den Anker. Hier, zwei Planken. Schon weggerannt. Na, wo wollen wir das Ding hinbauen? Wir können den hier hin tun? Wir können den hier hin tun? Ja? Ja, dann machen wir die Ecken weg und bauen den dahin. Weil der ist ein ganzes Stück größer, deshalb. Und du brauchst ein Loch in der Mitte, wo du den rumplatzieren kannst. Okay. Und du brauchst die gesamte Plattform und in der Mitte muss ein Loch sein. Ah, so eine Fundamentrüstung. Ja, genau, du musst dann wie bei so einem Netz, wie hier bei so einem Netz ist dann der Anker auch in der Mitte dann. Was? Wie du hier die Netze eingebaut hast, musst du den Anker dann einbauen. Wenn ich die Ressourcen hätte, dann würde ich es ja bauen. Ach, nee, pass auf. Hier muss eins hin. Hier muss eins hin. Ich habe leider nur drei Planken. Hier? Habe ich nur noch zwei. Also wenn er mir 8 Seile gibt, dann bin ich glücklich mit der und hab eine neue Angel. Junge, hör auf mit der Angel. Ja, ich dachte, wir wollen einen Haiköder machen, das brauchen wir. Brauchen wir jetzt gerade einen Haiköder? Ich dachte, wir gehen erstmal an Land oder so. Also ich kann dir 4 Seile geben. Aber wir haben keine Heringe. Da sind 4 Seile. Mehr habe ich nicht. Keine Blätter oder sowas noch? Nein. Schade. Ich hole aber gleich wieder. Zu dem Netz sieht jetzt ein bisschen interessant aus, aber okay, es klappt. Ja, ich wäre nur ganz gut, wenn wir die halt irgendwie ein bisschen weiter drumrum bauen. Das heißt, du bekommst gleich noch mehr. Hat irgendjemand noch eine Axt und könnte ein paar Bäume fällen gehen? Ja, mach ich eine doch Axt, gerade. Die nach einem okay, Schlag alles gut. Ist. Ein Schlag sind trotzdem zwei Planken oder so. Okay, irgendwo dahinter latschen. Oh, jetzt kommt der Vogel angeflogen. Mit seinem beschissenen Stein. Ja, renn noch zu mir, ja. Das ist ein Truthahn. Ich habe unseren Baum angefangen zu fällen. Und eine Ziege? Ich baue mir mal eine Schere. Dann können wir die Ziege vielleicht scheren. Was kostet so ein Netzwerfer? Drei Metallbahnen. Tiere einfangen. Nein, gut. Mit dem Netzwerfer Tiere einfangen. Eigentlich noch Melonen. Gut. Ja, Melonen haben wir nur 10 Stück. Ach nee. Und Kokos das ist kein Truthahn, aber irgendwas anderes. Irgendwas, was Flügel hat und rumläuft. Ja, muss mit einem ein Dodo? Ich glaube, die heißen ja auch Dodo in dem Spiel. War eigentlich meine Schnittstelle zu Ork. Ja, eben, das ist deine Schnittstelle zu arg, weswegen du das Spiel immer arg nennst, obwohl es eigentlich Raft heißt. Ja, ist doch am Ende das Ich hab keine gleiche. Ahnung, wie das jetzt ist. Dinos, Floße, alles das gleiche. Flöße, oder? Soll ich dann schon mal. Ich komm mal wieder zurück, ich hab ein bisschen. Also, ich sollte genug für deine weiteren 4 Seile haben, Pascal. Das klingt doch super. Was wollte ich wohl machen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Kann ich eine Axt, glaube ich. Nee. Dafür fehlt mir das Zeug.
die Planken. Ja, dann tun wir die blauen Fische woanders hin als in die Essenskiste. Da sind deine vier Seile. Dankeschön. Dann tue ich die blauen Fische mal hier in. Ich gehe dann schon mal weiter. Jojo. Für was zur Hölle? Mach die blauen Fische mal hier in die Alleskiste mit rein. Oh, ich nehme Metallangel. Aha. Mit der kann ich noch besser angeln. Die Schere. Das weiß ich wieder. Richtig. Ich habe 7 Palmsamen. Ja, Palmsamen war auch, glaube ich, auch genug. Ah, oh, ja, kannst du mal mitbringen. Dann können wir noch mehr Bäume anpflanzen. Ich muss aber sowieso, wenn ich Palmen habe. Guck mal, hier ist ein Felsvorsprung, finde ich gut. Dann kann mich der Vogel nicht treffen. Ich. Aber der versucht mich abzuwerfen. Der trifft dich so oder so. Nein, wenn dann Felsvorsprung bei mir ist, nicht. Habe ich übrigens schon gerade ausprobiert. Da trifft er mich nicht. Ich habe mir mal den Warzenschweinkopf geholt. Mhm. Alter, der hat mich direkt wieder jetzt gerade gefressen, der Hai. Hier ist eine Höhle. Was war das? Warum fliegt denn das Floß hier durch die Gegend? Warte, hier ist eine Höhle. Ich gehe mal nicht weiter rein. Nee, Höhlen, da braucht man dann eine Schaufel. Weil in Höhlen fühlt sich mal Schmutz. Und Schmutz braucht man auch für viele Sachen. So. In Höhlen findest du Schmutz. Und Schmutz brauchst du. Ist so. Ja, den brauchst du dann für das ganze Gärtnereizeugs. Ja, und wenn du, glaube ich, irgendwie was halten willst auf dem Boot. Ja, genau. Oh, Schaufel. Haben wir genug Metall dafür? Och, Alter. Ja, bestimmt. Schaufel. Nee, 6 Planken fehlen mir. Die Planken habe ich. Das ist ja nicht das Problem. Warte mal. Erstmal mache ich mir jetzt eine Axt. Ich brauche 8 Planken. Hast du 8 Planken? Ja. Dankeschön. Bitteschön. Ich gehe auch mal an Land, ne? Okay. Ich angel da weiter. Oh ja, da ist der Futan. Das springende Vieh, Lodau. Oh, das ist eine Ziege. Das ist eine Ziege. Ja, habe ich auch schon erzählt. Und ein Dodo. Brauchen wir so ein Fangnetz und einen Fangnetzwerfer? Ich weiß nicht, haben wir Fangnetze überhaupt, die Munition? Ich könnte bauen, brauchen 3 Metallbahnen, das Problem. Jetzt drin schon Feuer. Ah gut, für Wolle. Können wir Tiere einfangen? Ich weiß nicht. Also dann bräuchten wir erstmal solche Dinger, wo die Tiere drauf leben können. Und da brauchen wir Schmutz. Und für die brauchen wir Schmutz. Hier ist nicht so wirklich irgendwas auf der Insel. Hier ist Öle. Da ist Schmutz drin. Richtig, und für die brauchen wir eine Schaufel. Und Pilze? Stimmt, Pilze kann man auch essen. Ölpilz. Und? Habt ihr schon eine Schaufel? Schaufel. Ne, ich hab einen Metallbahn zu wenig und 6 Planken. Und hier ist hier ist auch ein Konstrukt, wo eine Kiste oben ist. Vielleicht kriege ich da 6 Planken draus. Metallbahn sollte man doch auch hier auf dem Floß haben. Naja. Also das Erz habe ich ja auch da, aber. Okay, warum komme ich denn da nicht hoch? Komm, lass mich hoch da. Das Metallangel hält ja so viel länger. Oh nein, das wird fast 2 Stunden nur noch mit Angeln verbringen. Ja. Wir waren angegebissen. Ah, du bist schon da. Was? Hanna hat in die Angel gebissen? Nein! Wir werden angebissen, aber Hanna war schon da. Ich hätte noch nie geangelt. Das muss ich ehrlich mal zugeben. Wir haben noch nie Angeln gesehen. Aber ich glaube, wir haben nicht so spannend. Ich nehme doch auch auf. Ach so, ja. Und ich schneide die Videos auch, also hey. Dann zeig mal jetzt, was Pascals Angel-Gameplay ist, während ich hier versuche, diese Kiste zu bekommen. Was denkst du, was ich mache? Immer wenn ich angel, schneide ich mein Bild rein. Das ist alles egal. Oh, Hauptsache, die Leute sehen, wie ich angel. Weil das so spannend ist. Ja, jetzt stehst du mir vor dem Gesicht. Ich versuche gerade, mich zu erschrecken. Anna ist spannender als das Angeln. Ja, ich soll mich jetzt hier hin. Ja, ich versuche gerade die Aufmerksamkeit zu erzwingen. Ich hab rote Melone.
Ich habe das Gefühl, man findet mehr blaue Fische als Heringe. Weil ich habe schon 6 blaue Fische, aber erst 3 Heringe. Namen. Ich keine Ahnung, ich merke, vergesse mal, wie der blaue Fisch heißt. Seebrasse. Seebrasse. Ich habe mich keinen 7. geangelt. Ist das wieder blaue Fisch? Ich mag Blaufisch mehr. Als Seebrasse. Und die 8. Seebrasse. Und ich habe immer noch nur 3 Heringe. Okay, also wie gesagt, hier brauche ich noch mal ein bisschen verarbeitetes Metall, um den Schmutz einsammeln zu können. Und außerdem ist mein Inventar voll. Finde ich nie so doll. Aber es scheint so, als ob die Insel noch ein bisschen uns bringen würde. Ja. Weil ich denke mal, wenn wir tauchen um die Insel herum, wird auch noch ein bisschen was zu finden. Naja, allein also unter unserem Fluss schwimmt eine Menge. Naja, da schwimmt schon ordentlich was. Das habe ich ja schon gesehen. Leute, da ist eine Möwe. Ich habe noch eine Kerze geangelt. Ja, wir haben jetzt eine 2. Kerze. Yay. Höhlenpilz. Kann man nicht erforschen. Kann man wahrscheinlich gar nichts mitmachen, außer Rezepte. Essen. Ach schon, den Kochtopf gab es später auch noch, ne? Mhm. Wo kann ich denn dieses Rezept dran machen? Keine Ahnung. Ja. Da brauchen wir eine Beere, eine Erdbeere, eine Melone und eine Kokosnuss. Ich hab gerade erst eine Möwe abgestochen. Warum ist denn da schon wieder eine? Ja, die vermehren sich. Aber wie, wenn ich sie absteche? Ja, du stichst ja nicht alle ab. Ich steche sie schnell genug ab. Das meinst du, ne? So. Ich kann immer noch angeln, ne? Ich glaube, die Angeldauer von der Angel ist so lang wie die Angeldauer von 3 normalen Angeln. Bedern. Der Hai kommt. Ah, doch nicht. Der ist ja gerade so zielschwimmend auf Floß zugeschwommen. Ach nee. Was wäre daran jetzt so schlimm? Ach so, naja gut. Wenn er knabbern würde. Können vielleicht über einen Bienenstock machen. Ja, wir brauchen halt Bienen. Ja, ich guck mal. Ich tue das Rezept mal zu dem Essen. Ne? Wir haben leider noch kein Titan. Ja, Titan können wir eh ultra selten. Wenn wir dann irgendwann mal Wolle haben, können wir uns in den Rucksack machen, als unser Metall. Oh ja, ja. Das ist korrekt. Aber müssen wir erstmal ein paar Alpakas scheren. Ja, erstmal müssen wir ins Fang. Richtig. Ach, auf der anderen Insel. Hier Planken? Ja, Planken, ne? Ja. Nee. Wo bist du gerade da? 1, 2, 3, 4. Daraus würde ich mir nämlich mal die Schaufel machen. Mach das. Und die Schere hier in diese große Kiste in der Mitte tun. Das einzige Interieur, das wir haben, haben wir geangelt. Ja. Das ein Schuh und 2 Kerzen. So. Das Fernglas, das braucht kein Schwein. Ah, ich hab meine Sperrs kaputt gegangen, ich muss jetzt wieder einen machen. Ach man, ich hab keine Planung mehr zu operieren. Hat irgendjemand ein Palmenblatt? Ja. Was? Blatt? Ein Palmenblatt. Ja, eines hab ich. Kannst du mir das geben? Ja, gleich. Okay. Wir haben so viel Essen in dieser Essenskiste. Und ein Rezept. Nee. Und ein Ananassamen. Wird da alles nicht rein, da gehört nur Essen rein in diese Kiste. Ich mach da weiter Essen und Trinken. Wir haben, super, hast du nicht eben gesagt, wir haben genug? Nee, ich kümmere mich darum, dass gegrillt wird und so ein Zeug. Ich habe einfach einen Bolzen gefunden beim Ausgraben. Okay. Das ist so viel wert wie ein Metallbarren. Noch ein Bolzen. Okay, ich habe jetzt 5 Schmutz. Die werde ich dann mal abbauen. Will jemand eine Axt machen? Für den Baum? Ich hab nämlich keinerlei Materialien für eine Axt gerade. Ich habe eine Axt. Ich kann dir die einfach geben, oder machst du? Ich guck mal, ob ich hier noch Bäume finde, weil da war ja noch eine 2. Insel. Hanna, warst du da schon? Nee. Okay. Warte mal, hier geht's ja auch noch hoch. Ich habe einen Handelsstand gefunden. Cool. Und was gibt's für gute Angebote? Bin noch nicht da. Bis schon Sommerschlussverkauf? Mann,
versauen. Noch irgendwo Metallerz? Ja, ich habe noch eins im Inventar. Ich glaube, erstmal nee, Glibber reingetan. Ich frage gerade, ob ich Metallerz schmelzen soll, weil ich schmelze einfach nur alles, was da rumliegt hier. Ja, mach das. Nacktes Kupfer, was ich hier rumliegen sehe. Stell dich mal vor, ihr esst einfach 5 Mangos. Hab ich schon mal gemacht. Also ich habe 4 gegessen, aber... Naja, nee, in der Realität meine ich. Achso, ja. Das ist... Also 5 Mangos verdrücken. Was wäre schon lecker? Nee, das wäre dann... Ich glaube, dann kotzt du. Yeah. Ja. Ah, Mango ist halt schon lecker, ne? Dodo. Aber es ist ja trotzdem ein bisschen zu viel, als das also. Ihr kannst von allem nicht nur eine gewisse Menge essen, weil sonst ist ja irgendwann zum Hals raus. Dieser war ein Seilzaun. Der hat sich richtig schön eingerichtet. Ja, den brauchst du, um die Tiere einzuzäunen. Weil du musst den so eine Rasenfläche nee, aus dem Schmutz als, machen. Begrenzung. Musst du auch einen Zaun ringsherum basteln. Was werfe ich denn jetzt weg? Wir haben keine Planken mehr für die Grill. Ich habe 20 Planken und ich hau den Seetang weg. Obwohl, nehme ich Halmsamen dafür? Nee. Wir brauchen doch Glibber. Ja, ansonsten kommen zurück zu uns. Und wir haben über 10 Palmsamen, Tobi. Okay, ja, also nehme ich den Seetang mit. Wir haben 18. Und hier, wir haben hier noch ist aber eine Anbaufläche. Oh, wie cool. Ja. Nee, Hinker, Holz hätten wir nur gerne immer. Also Holz ist gerade Mangelware. Holz ist immer Mangelware bei uns. Rote Beeteschuss. Okay. Kann man hier verkaufen? Ah, nee, kaufen. Gut. Torn. Na, Mahlzeit. Au. Nee, ich hatte nur selten. Du bist eigentlich schnell genug zum Wasser gekommen, bin wieder. Okay, also ich habe hier auf jeden Fall hier oben noch einiges an Zeug, das man einsammeln kann. Und den Dodo, falls wir irgendwie mal den Netzwerfer. Ich baue einen, ne? Hab einen Netzwerfer gebaut. Sehr gut. Aber kein Platz im Inventar. So, jetzt brauche ich nur noch ein Netz, ne? Wo ist denn das? Haben wir das schon? Musst du bauen. Ja, wo? Nee, wir haben anscheinend noch kein Netz. Okay, gut, dann habe ich jetzt einen Wachständer machen? Kerzenständer. Achso. Das ist ein sehr sinnvoller Zweck. Ich komme zurück. Mhm. Mit 20 noch, Planken. Wenn wir noch Honig also wenn wir irgendwo Honig bekommen von dem Bienenstock, dann können wir auch Bienenstock erforschen. Ne? Also man könnte ja theoretisch einen Schrank bauen, aber... Wir Empfänger brauchen wir noch eine Leiterplatte. Wir brauchen eine Leiterplatte. Die müssen wir mal in den Tisch legen. Ja... Das Problem ist. Die bräuchte man für sehr, sehr viele. Eigentlich für alle elektronischen Geräte bräuchte man noch eine Leiterplatte. Naja, genau. Das Ding ist, dafür brauchst du halt irgendwie 8 Plastik oder was war das? 6 Plastik? 5 Kunststoff, 2 Kupfer bauen und einmal Pflanzenglibber. Naja, kriegen wir hin. Dann können wir endlich mal mit den technischen Geräten anfangen. Können wir auch mal Empfänger und so aufbauen. Und vielleicht kriegen wir da ein paar. Signale von anderen Menschen. Pascal, du hast meine Axt. Fällst du den Baum mal bitte? Ah, jetzt ist er fertig. Ich hatte gerade vor einer Minute geschaut, aber noch nicht fertig. Leute, ich bin wieder da. Mahlzeit. Falls jemand Lust hat, nach oben hinzugehen, da ist noch einiges Zeug. Ja, ich habe leider keine Axt. Ja, Pascal gerade. Und ich habe gefühlt nichts. Bist du meine? Ja, bitte. Ja, bitte, hast du eine Axt. Ja, oder so. Einmal bitte mit Planken alles nachfüllen, was hier irgendwie gibt. Ist Essen, nicht mehr so trinken, viel. Grillzeugs, Öfen, brauchen alles Planken. Bis es weitergeht. Trinken nicht mehr, aber ja. Muss ich darauf einigen, dass so Dinge wie Kokosnüsse oder so nur maximal ein Stack machen und der Rest wird auch gegessen? Okay. Also einfach hier rechts lang, Tobi. Ja, kannst auch links rumgehen. Ist auch relativ wurscht, die.
Okay. Ja, Wiese. Auf der können wir dann Tiere halten, ne, auf der Wiese. Aber für die Wiese müssen wir auch immer regelmäßig gießen oder wir brauchen die Sprinkleranlage. Aber mit der kann man auch Pflanzen ja gießen und die Wiese. Dann müssen wir irgendwann so ein riesiges Wassersystem aufbauen und so ein Scheiß. Ja, da brauchen wir erstmal ein größeres Floß. Ja. Deswegen, da wird am Anfang auch noch alles manuell bewässert werden müssen. Das wäre einfach nur ein Eimer. Die Platinen, da müssten wir erstmal rausfahren und Kunststoff holen jetzt. Ich tauche mal ein bisschen. Kunststoff habe ich 23. Oder so. Leiterplatine. Ich habe hier noch nicht Posten gefunden. Könnten theoretisch, wenn wir Müllwürfel hätten, könnten wir uns 20 Kunststoff holen. Antenne. Ja. Empfänger. Sprinkler. Nein. Entsafter. Wenn wir sowas entsaften wollen. Kennt ihr diese tollen YouTube-Videos mit wir entsaften alles? Ja. Und sich dann mal fragen, warum irgendwann in der Mitte des Videos der Entsafter anfängt zu rauchen. Du irgendwie ein bisschen... Hast einfach eine Kiste nicht aufgenommen. Ich hab nicht alles mitgenommen. Wie gesagt, mein Inventar war komplett voll. Ich hab überlegt, was ich rausschmeiße. Jo. Und als mir dann klar wurde, okay, wir müssen eh nochmal dahin, habe ich es dann einfach gelassen. Der Hai hat kein Holz mehr. Der Hai? Ja, das Hai-Fleisch. Alter. Junge, ich dachte, unser Floß ist irgendwie kaputt und du sagst mir das auf eine ganz komische Art und Weise. Ich glaube, ich habe noch zwei Palmen. Aua! Das hat beschissene Vogel. Ja. Der hat einen Vogel, ey. Ja, wirklich. Wie gesagt, es gab diesen Handelsposten, aber mehr auch nicht. Ja, okay. Dann kommen wir wieder, dann legen wir ab. Ja. Tauchen? Ja, das wäre noch eine Idee. Wie gesagt, ein paar Fischi... Ja, ein paar Fischi-Köder kann man noch machen. 4 Stück haben wir, glaube ich, verfügbar. Ja, genau, für 4 Stück haben wir Zeug. Brauche ich nur ein paar Seile dann noch. Also hier in der Alleskiste liegen auch die Fische drin, die benötigt werden. Für so einen Köder. Also ich kann dir 10 Seile geben. Ja, oder ich stelle sie her. Ja, ich würde sagen, stell selber her. Hat jetzt jemand von euch eigentlich eine Schere gemacht? Ja, liegt in der Kiste. Probier deine. Der großen Mittel. Da liegt auch ein Netzwerfer drin. Soll ich da mal die Ziege scheren, falls das geht? Wenn du sie kriegst. Okay. Aber ich würde sagen, das mit dem Tauchen, das machen wir dann erstmal ohne Folge. Ohne, dass ihr das seht. No. Ja, wir haben ein bisschen mehr gemacht, also das machen wir, was wir jetzt so die letzte 15 Minuten vielleicht so gemacht haben, das machen wir eigentlich dann halt meistens so, wenn halt nichts ansteht. Du kannst, glaube ich, mit der Schere nichts machen bei der... Ja, da müsst ihr wahrscheinlich fangen, aber ja, wir verabschieden uns erstmal bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.